Hallo liebe Randfreaks, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Das wollte ich schon lange mal tun. Ich möchte euch heute mal das Konzept meines Rasens, meines Gartens erklären, unseres Gartens erklären. Was haben wir uns eigentlich hier bei unserer Rasenfläche, bei unserer Gartengestaltung gedacht und was wollen wir vielleicht noch verändern? Deswegen machen wir heute mal ganz kurz und nett an diesem herrlichen Ostersonntag einen Rundgang um das ganze Grundstück und ich erkläre ein bisschen. Das gibt es heute im Video. Viel Spaß! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, lieber Randfix, reden wir doch erstmal von unserer Einfahrt. Diese Einfahrt ist natürlich jetzt auch schon 25 Jahre alt. Wir haben die damals hier mit Betonsteinen pflastern lassen. Und diese Betonsteine, die haben so ein ganz, ganz grobes, ganz, ganz breite Schlitze. Also sehr viel Abstände voneinander. Das war damals so gedacht, um hier so schönen schwarzen Split reinzufegen. Und das sah auch sehr schick aus am Anfang. Aber diese sehr breiten Fugen haben den Nachteil, dass sich hier ganz, ganz viel Moos und Gras und auch Mutterboden, also natürlich organische Rückstände hereinsetzen und es wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und tatsächlich kriegen wir das wirklich so ohne weiteres hier immer nicht gepflegt. Das ist sehr, sehr aufwendig. Meine Frau kratzt in der Regel immer regelmäßig hier die Fugen aus und macht aber auch keinen Spaß. Totspritzen geht heutzutage schon gar nicht mehr. Und deswegen werden wir hier tatsächlich diese Einfahrt neu pflastern lassen. Das ist fest geplant und in dem Zusammenhang werden wir auch hinten ein bisschen die Fläche erweitern, weil ich mehr Abstellfläche brauche für meine ganzen Maschinen. Ja, das ist also unser Problem Nummer eins. Deswegen sieht das auch in Videos immer nicht so schön aus meistens. Der Rasen ist top, die Einfahrt ist ziemlich ungepflegt. Aber schauen wir mal erstmal vom Eingangsbereich, von der Straße auf das Grundstück. Wie ist der erste Eindruck, wenn ihr hier mal ankommt, zeige ich euch jetzt. So, liebe Randfreaks, ihr kommt also mit dem Auto hier auf uns zugefahren und fahrt dann direkt auf unser Grundstück zu, auf diese tolle Eiche, die hier gewachsen ist, die von null auf hier gewachsen ist. Als kleines Pflänzchen haben wir diese Eiche irgendwann gehegt und gepflegt und ein bisschen freigehalten. Die saß im Wald drin. Dieser Durchbruch, kommen wir gleich noch zu, diesen Durchbruch haben wir dann viel später gemacht. Wenn ihr jetzt hier am Grundstück vorbei wandert, als Nachbar, als Spaziergänger, dann kommt ihr hier auf einen ganz, ganz freien, offenen Eingang. Wir haben alle Zäune, die wir hier haben, fast alle Zäune, die wir hier haben, haben wir hier weggerissen, weil ich finde diese Offenheit, ich sage immer die amerikanische Offenheit, die finde ich total toll, dass hier nicht irgendwelche Abgrenzungen sind, dass man hier ganz frei auf das Grundstück rauftreten kann, was man auch darf, vielleicht nicht in den Bunker reintreten. Oh, Nachbar, er guckt hier hin und läuft gegen seinen eigenen Zaun. Mit unserem 50.000er Special ja vielleicht gesehen, wie der Bunker hier entstanden ist. Da haben wir erst ganz feinen Quarzsand reingepackt und dann kamen die Katzen und haben diesen wunderbaren feinen Quarzsand als Klo benutzt. Und das war furchtbar. Ich habe ja den Elektrozaun rumgelegt, also um die Katzen abzuhalten, hat alles nicht funktioniert. Dann haben wir irgendwann groben Quarzsand genommen. Das ist quasi so der ungenutzte Rest, aus dem Quarzsandwerk. Ganz, ganz grobe Körner, ich sag mal mit so bis 5 mm groß sind die bestimmt. Und als wir diese Körner dann hier in den Bunker reingekippt hatten, war es mit der Katze vorbei. Nein, die Katze hat natürlich weiter gelebt, aber sie hat nicht mehr diesen herrlichen Sandbunker als Klo benutzt. Das große Problem dieses Bunkers ist, dass er auch sehr, sehr, sehr pflegeintensiv ist. Man sieht das auch jetzt schon wieder. Wir haben vor gar nicht langer Zeit hier die ganzen Unkräuter entfernt. Wir haben auch eine Pflanzenmatte unter den Kies gelegt. Trotzdem fallen natürlich hier die ganzen Gräserfrüchte und die ganzen Samen von den Pflanzen in den Bunker rein. Und es wächst sehr schnell, das Unkraut wächst auch sehr schnell hier wieder hoch. Und es ist echt Wahnsinn, wenn man es mal sieht, hier so ein Pflänzchen, so ein feines
Graspflanze, ich ziehe das mal raus. Ne? Das ist unglaublich. Im Nichts hängt dieser Grashalm in diesen Steinen drin. Man sieht auch ein bisschen Organik, hat sich jetzt über die Jahre zwischen die Steine gesetzt. Und ja, und das Gras wächst wunderbar. Wo soll ich jetzt damit hin? Okay. Ja, also das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu pflegen hier. Und ich dann immer daran denke, was auf den Golfplätzen so getan werden muss, um diese Sandbunker sauber zu halten. Das ist echt brutal. Gehen wir weiter. Achso, in der Mitte steht natürlich hier wunderbar unsere Felsenbirne, die gerade fantastisch blüht. Traumhaft. Die haben wir in so einen Metallring gesetzt, um die so ein bisschen abzusetzen. Die wird auch beleuchtet nachts von einer Leuchte, die unten im Boden eingesetzt, von unten beleuchtet. Das sieht also gigantisch aus. Ja, dann gehen wir weiter zu unserem Abschlag. Ja, ich liebe es, hier auf der Ecke zu stehen und dann hier über meinen Abschlag in Richtung Fahne, in Richtung Eiche zu schauen. Das finde ich einen gigantischen Blick auf das Grundstück. So ein bisschen golfanlagenmäßig. Das ist also echt cool. Ja, den Abschlag haben wir halt vor vielen Jahren auch angelegt, auch mit so einer mit so einem Metallblech abgegrenzt. Das ist noch ein Stück vom alten Zaun. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht tatsächlich auch hier noch diesen Zaun wegnehme, dann hier auch den Rasen bis an die Metallkante, also eine Metallkante auch hier baue und den Rasen bis an die Metallkante ranziehe, sodass die ganze Fläche quasi nur Rasen ist und dann umschlossen von diesen Metallblechen. Zum Nachbarn müssen wir mal gucken, was wir da machen. Das Problem ist, dass hier im Laufe der Zeit hier auch der Boden immer stärker nach außen drückt. Man sieht das auch, wie das so ein bisschen abgesackt ist hier. Man sieht es natürlich auch im Video nicht. Also die Palisaden werden leider nach außen gedrückt. Das liegt auch daran, dass dieses Stabilitätsholz jetzt verrottet ist. Da müssen wir dringend was tun. Hier wieder ein bisschen zurückholen, die Palisaden. Das heißt, hier alles frei buddeln an beiden Seiten. Und dann würde ich vielleicht doch zumindest hier noch den Zaun wegnehmen, dass das hier noch freier ist und wir hier noch cooler eigentlich aufs Grundstück gucken können. Das ist halt eben das, was ich gut finde. So, jetzt gehen wir mal rüber. Zack. Auf den Abschlag. Habt ihr ja auch schon gesehen, wie ich hier das ein oder andere Bällchen geschlagen habe. Das haben wir auch schon oft verändert hier mit der Brücke. Schon, das ist, glaube ich, die dritte Brücke jetzt. Zwei sind schon verrottet. Und was natürlich fantastisch ist, wie hier jetzt hier dieser Blick in das Grundstück eingebettet ist von den Bambusbüschen und von der Felsenbirne und davor von dem Kirschlorbeer, der sich so breit da auf dieser Wallecke ausbreitet. Gehen wir also ein Stück weiter aufs Grundstück über unsere neue Brücke, die auch schon wieder ein bisschen alt aussieht. Und dann kommen wir hier rüber auf die Fläche. Ich habe sogar schon überlegt, habe ich auch schon mal gesagt, ob ich diesen Bunker wegnehme und den Rasen hier bis zur Straße durchziehe. Vielleicht nur so einen schmalen Kiesstreifen mache. Aber immer wenn er gepflegt ist, sieht das, finde ich, auch toll aus. Sagt ihr mal, was ihr machen würdet. Also ich weiß es nicht, deswegen ist der Bunker immer noch da. Ja, wir kommen also hier dann auf die Golfanlage vom Rasenfreak. Wir haben hier unterschiedliche Schnitthöhen. Ihr habt das schon gesehen. Der Abschlag hat so einen tief geschnittenen Bereich. Und hier haben wir jetzt auch das Gras etwas höher stehen lassen. Das sind zurzeit 40 mm. Also hier haben wir zurzeit 40 mm Schnitthöhe. Das finde ich eigentlich mittlerweile sehr schön, weil das sich sehr, sehr stark und sehr gut vom Fairway, von dem kurz gemähten Bereich absetzt, also 40 zu aktuell 18 cm. Das sind hier 18 cm. Millimeter. Ja, 18 mm, danke. Natürlich 40 mm zu 18 mm. Und da ist natürlich der Übergang hier zwischen dem hohen und dem tief geschnittenen Gras sehr markant. Und das sieht natürlich unglaublich schick aus. Ja, und wir haben jetzt hier diese Fläche runtergezogen auf eine Ebene. Nicht mehr hier an dem Wall hoch, nicht mehr hoch bis zur Terrasse. Und das macht halt eben die Randbereiche ein bisschen breiter, ein bisschen markanter. Das finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. Das wird sich jetzt im Laufe des Jahres noch mehr ausprägen.
dieses Design. Und diese kurzgeschnittene Fläche zieht sich jetzt in so einem Schwung um die Eiche herum bis zur Südkante durch. Das sieht man da auch schon angedeutet. Dadurch steht hier das Grün so ein bisschen freier. Das kleine Golfgrün, was jetzt noch kein wirkliches Grün ist, aber was sich langsam aber sicher entwickelt. Das ist noch nicht so dicht, wie es eigentlich sein sollte. Aber es kommt jetzt das erste Mal so richtig kurz geschnitten in diesem Jahr. Das sind zurzeit 8 mm Schnitthöhe. Und das bringe ich weit noch runter auf 6 mm. Tiefer will ich nicht gehen dieses Jahr. 6 mm, das ist schon absolute Grenze. Und ja, da kann man hier so ein bisschen Golf spielen. Genau, umrandet wird hier auch die ganze Fläche seitlich hier nach Westen von dieser wunderhübschen zweiten Felsenbirne und von dieser tollen Birke, die wir auch hier selber gepflanzt haben, als sie ganz klein war, die mittlerweile richtig hoch und groß geworden ist, die natürlich auch sehr stark die ganzen Rasenflächen hier beschattet, genauso wie die Eiche. Ein wunderschöner, majestätischer Baum, den wir gleich nochmal von der Südkante aus zeigen, wirft auch sehr viel Schatten auf die ganze Rasenfläche hier, gerade hinter dem Baum. Haben wir auch dadurch Probleme, durch den vielen Schatten. Ja. Die Gräser brauchen Sonnenlicht und deswegen sind natürlich Bäume tatsächlich ein Problem. Aber trotzdem auch wunderschön, weil sie natürlich das ganze Grundstück auch irgendwie gestalten und ja, interessanter machen. Ja, ihr lieber Rasenfüchse, ihr fragt mich immer, wir wohnen ja direkt hier an der Feldkante. Wie verhindern wir, dass die Maulwürfe hier auf unsere Fläche kommen? Das ist wirklich ein Drama. Und wir haben jetzt mit der Mauer, mit dieser Änderung der Südkante, haben wir komplett die 50 Meter eine Maulwurfsperre eingebaut, also eine senkrechte Plastikfolie, so eine Noppenfolie eingebaut. Die ist nach außen gekippt oben und dann noch ein bisschen mit Mutterboden belegt. Und dadurch wird der Maulwurf abgehalten. Dann haben wir festgestellt, dass wir hier zum Nachbarn das nicht gemacht haben. Und leider hat der Garten- und Landschaftsbauer diese Folie so ein bisschen rausgezogen. Und da war eine Lücke und dann kamen sie wieder an. Und dann haben wir ganz schnell hier aufgegraben. Und über diesen Graben kam man nicht rüber und haben jetzt hier auch nochmal so eine Noppenfolie eingebaut. Auch so eine senkrechte Folie eingebaut, damit eben auch jetzt hier von unserem Nachbar da der Maulwurf nicht mehr rüberkommt. Aus meiner Sicht die einzige Chance, wenn man ein neues Grundstück anlegt, gleich außenrum einen Graben ziehen, eine Maulwurfsperre, eine senkrechte Maulwurfsperre einbauen, um zu verhindern, dass die Maulwürfe auf die Fläche kommen. Was anderes weiß ich aktuell nicht. Alles andere ist nur ein Drama. Gut, gehen wir mal weiter. Ja, lieber Rasenfüchse, das sind, falls ihr sie noch nicht kennt, das sind Helmut und Ludmilla. Die beiden Flamingos, die sind von Mojobs, die so, eigentlich so ein Gadget sind in der YouTube-Szene, in der Rasenfreak-Szene. Völlig unsinnig eigentlich. Aber die hat mir Mojobs geschenkt, sind mittlerweile ganz schön verblichen schon. Vielleicht muss ich mal irgendwie die beiden Flamingos erneuern. Aber die machen sich auf der Rasenfläche halt ganz gut. Und jetzt gehen wir mal hier rückwärts. Nee, ich gehe vorwärts, meine Frau geht rückwärts. Auf die Südkante, die berühmte Südkante, die ihr natürlich wahrscheinlich alle kennt. Die wir ja in den letzten Jahren auch sehr stark umgeschaltet haben. Indem wir nämlich hier die Mauer gezogen haben. Ist jetzt gerade sehr windig. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Dadurch ist hier eine sehr, sehr schöne, breite, vielleicht auch ein bisschen künstliche Rasenfläche entstanden, muss man auch zugeben. Viele mochten hier auch den Zaun, den wir an der Südkante hatten. Aber auch hier wieder das Thema Freiheit. Ne? Dieses frei in die Natur zu schauen, das Gefühl zu haben an Offenheit, das ist so auch die große Idee dahinter. Und eben, dass wir hier einfach die ganze Fläche besser mähen können. Ja, nochmal zur Eiche. Unsere schöne Eiche haben wir auch hier gepflanzt. Ja, die hatte so einen Stamm, als wir sie gepflanzt haben. Mittlerweile ist das ein mächtiger Baum geworden. Leider letztes Jahr das erste Mal Eichenprozessionsspinner. Drei Nester, die wir wegmachen lassen mussten. Das war nicht ganz billig. Trotzdem ist das natürlich ein wunderschöner Baum, der gerade im Sommer am Nachmittag hier ganz viel Schatten auf unsere Terrasse wirft, sodass wir hier nicht in der Hitze kaputt gehen. Die Terrasse ist auch schon ein Problem wieder. Die ist jetzt 10 Jahre alt und da haben wir völlig unbehandeltes Holz genommen, was wir eigentlich auch gut finden, ne? Ohne irgendwelche
Chemie oder irgendwelche Salze. Das war auch sehr günstig. Ich würde es vielleicht nicht wieder tun. Ich würde beim nächsten Mal doch jetzt entweder ein hochwertigeres Holz nehmen oder tatsächlich ein druckimprägniertes Holz nehmen. Und was wir hier machen, das wissen wir noch nicht. Könnt ihr mal schreiben, was ihr so für Ideen habt. Ich werde auf jeden Fall nicht irgendwelche Kunststoffbretter oder so nehmen. Das soll schon Holz, das soll schon Natur bleiben. Aber ein bisschen länger halten kann es schon. Ja, unsere Südkante. Ja, mittlerweile fängt der Rasen hier wirklich auch gut an zu wachsen und dicht zu werden. Er ist noch lange nicht perfekt. Sieht wahrscheinlich wieder auf dem Video viel besser aus, als es ist. Jetzt kommen wir hier in den Ostbereich, der dominiert wird von einem, ja, nicht Hochplateau, also von einer Hochebene. Und hinten ist eine Tiefebene, da wo die schöne Zwetsche steht. Ein wunderhübscher Baum, den wir hätten eigentlich beschneiden müssen. Dieses Frühjahr haben wir leider nicht geschafft. Da hinten, wo das Beet ist, ich weiß nicht, ob man das in der Ferne gut sieht, da hinten, wo das Beet ist, wo hier mein Grasschnittbehälter ist, wo der Anhänger steht, in dem ganzen Bereich werden wir tatsächlich nochmal pflastern, um einfach mehr Abstellfläche zu haben. Dann kommt das Beet fast ganz weg, der Durchgang zum Nachbarn nach hinten bleibt. Und wir werden in dem Zusammenhang auf jeden Fall dieses Loch, was wir hier haben, und diesen starken Übergang hier, ne, also hier haben wir jetzt die obere Ebene und hier gehe ich jetzt mal runter. Und das ist halt die untere Ebene, das ist also bestimmt ein halber Meter Unterschied. Und das geht hier in so einem Talkessel sehr schnell nach unten. Ich hatte auch hier immer runtergemäht, das habe ich jetzt auch aufgegeben. Wir lassen die ganze Fläche jetzt auf einer Schnitthöhe, auf 40 Millimeter und mähen nur noch die obere Fläche kurz. Und wenn wir hinten den ganzen hinteren Bereich verändern, dann wollen wir hier alles einmal auffräsen. Das ist zumindest die Idee, ob wir es dieses Jahr schaffen, weiß ich nicht. Auffräsen. Hier ist auch sehr viel Poa Anua drin, da die ganzen hellen grünen Flecken. Und anheben und dann hier eine schöne, vielleicht so ganz leicht modellierte Fläche machen. Das sind aber alles Ideen. Ob wir das alles umsetzen, das weiß ich nicht. Ihr werdet sehen. Ja, soweit. Wir wohnen hier jetzt seit 1995, also seit 27 Jahren. Wir haben nicht gleich im ersten Jahr, ich glaube im zweiten Jahr dann angefangen, hier die ganze Fläche zu gestalten. Haben wir alles ja auch in Fotos in unserem 50.000er Video Special gezeigt. Da kann man sehr schön sehen, wie sich das alles hier entwickelt und verändert hat. Wir haben tatsächlich auch viele Bäume weggenommen. Das tut dann auch schon weh, wenn man das so im Nachhinein sieht. Aber das ist halt eben gerade für Rasen, ja gut, das Beste, weil eben, wie gesagt, in Schattenbereichen der Rasen einfach nicht gut wachsen kann. Das ist ein Kompromiss, was auch nicht so ganz schön ist, das gebe ich voll zu. Aber ja, ich bin halt der Rasenfreak. Genau so. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diesen kleinen Rundgang über unser Grundstück hier gefunden habt. Bin gespannt auf euer Feedback und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi. So, was machen wir jetzt? Jetzt Kuchen backen. Jetzt backen wir einen Kuchen. Osterkuchen. Tschüss. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Aber die ist für Rasen auch wirklich gut. Wir haben hier natürlich extrem, was heißt natürlich, wir haben hier sehr viel Wind. Es ist immer sehr, sehr windig hier. Deswegen ist es auch kühler als im Dorf, in den Städten, in den geschützten Bereichen. Merkt man es auch gerade wieder, hier bläst ordentlich der Wind. Das sorgt aber auch dafür, dass natürlich die Oberfläche, ne, oben die Rasenoberfläche sehr schnell abtrocknet, schnell trocken ist. Und auch deswegen haben wir extrem wenig Probleme mit Moos. Ganz wenig Probleme. Also seit Jahren haben wir nur so ein ganz bisschen an den Rändern, da wo so ein bisschen Staunässe sich bildet, noch Moosprobleme. Sonst ist die Rase völlig moosfrei. Und sie ist durch das häufige Mähen auch wirklich sehr, sehr unkrautfrei. Das ist also auch unglaublich. Durch diese dichte Rasenfläche, die ganz oft gemäht wird, weil mir das eben so viel Spaß macht, hat das Unkraut auch echt keine Chance. Yeah! So, Schluss jetzt.